Hey Leute, was geht? Ich bin der Lino LP und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir stehen hier mit unserem RX-7 und ihr habt gerade ein Standbild, glaube ich. So jetzt aber. Und ja, ich hatte eigentlich mal vor, den nach längerer Zeit wieder ein bisschen zu fahren. Und natürlich auch ein Payment, weil, keine Ahnung, sieht einfach gut aus. Also Payment ist die Stadt, für die ihr es nicht wissen. Der Stadtteil, in dem wir uns gerade befinden. Steht ja aus NFS World und NFS Carbon und NFS Most Wanted. Und Permit ist halt ein Teil aus Carbon und das ist auch so der Starterteil. Keine Ahnung, es passt einfach und ich hatte einfach mal Lust wieder auf diesen Wagen. Weil der RX-7 doch ziemlich cool aussieht ist. Bla bla bla. Jump. Und ja. Ich fahre jetzt wahrscheinlich den halben Part zum Rennen. Nehmen wir einfach mal das ist kürzer. Ja. Boah, und der Sound des Wankelmotors ist immer noch so geil. Ich meine, wir sind jetzt einige Parts nicht gefahren. Werden jetzt auch einfach dafür einen RX-8 kaufen würden. Aber keine Ahnung, gefällt mir immer noch ziemlich. Und hat im Vergleich zur Geschwindigkeit und zur Beschleunigung vor allem ein ziemlich krasses Handling. Also von daher, der Wagen ist schon ziemlich gut. Vielleicht nicht unbedingt auf Top Speed. Ja, Server lag schon wieder. Optimiert, aber auch durch den Skill, den ich da reingebaut habe mit dem Nitro Boost, ist er schon ziemlich gut. Und ich glaube, ich habe den noch nicht mal voll getuned. Ich glaube, ich habe nur so ein Turbo oder so drin und noch zwei weitere Sachen. Auf jeden Fall nicht sowas wie Hora Customs oder sowas, weiß ich das ja nicht drin habe. Keine Ahnung, den werde ich wahrscheinlich umstylen, weil ich finde den in dem blauen mit dem matt und dem matt schwarzen Streifen ziemlich cool. Ist halt schlicht und passt auch. Ist halt einfach so ein Tuner. Ja, ist halt ein Tuner. Weil natürlich, ich habe da jetzt kein Bodykit oder so drauf, fällt mir gerade so ein. Meine ich zumindest. Ist da ein Bodykit drauf? Können wir gleich mal nachgucken. Und ich habe schon was für die nächste Folge vor. Zieht sich wieder auf eins unserer Autos. Weil ich weiß nicht, ob ich das nächste Folge machen soll. Und zwar wäre das die Supra Tune, aber ich weiß noch nicht ganz. Weil mir da noch ein bisschen die Idee fehlt. Weil wir haben ja jetzt nicht so viel Vinylplatz, haben wir ja gelernt. Nur 32 oder 31. Und das reicht halt nicht für das, was ich zum Beispiel machen würde. Da wird 10 Street, ja. Ich guck jetzt mal, was habe ich da für Teile drin? Also an optischem Tuning. Aftermarkt. Pleasa Vit. Doch, ich habe sogar ein Bodykit drin. Nee, Prime Bodykit. Prime. Ist das? Ja. Ich glaube, ich kann auch verstehen, warum. Oh, ey. Das, weg damit. Ja, ist schon okay so, würde ich sagen. Die safe aus. Boah, aber hat schon, muss man sagen, er hat schon einen ziemlich krassen Wheelspin. Was natürlich der Beschleunigung nicht gut tut. Ich meine, ich könnte auch so beschleunigen, aber da denkt man natürlich nicht mal dran. Und gerade beim Start ist das immer so.
nicht unbedingt krass möglich, weil man ja diese Drehzahl halten muss für den perfekten Start. Man muss sagen, die Drehzahl lässt sich unheimlich gut halten. Ein Toyota MR2. Naja. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann fahren, kostet ja nicht unheimlich viel. Wir werden wahrscheinlich jedes Auto in diesem Projekt fahren, aber. Ja, meine ich, was nicht wirklich unerreichbar ist. Aber das Ziel ist ja sozusagen, also das kleine Ziel, der Bugatti Veyron. Aber erstens bis dahin dauert es halt noch ewig, weil Fahrerstufe 60. Dauert noch. Nein, wir sind jetzt in 33, also es müsste der 35. Part sein. Hoffe ich. Wenn das nicht ist, dann ist halt was dazwischen gekommen. Aber ich lade den 33. gerade hoch. Und den 34. habe ich gerade aufgenommen. Also muss das hier der 35. sein. Eigentlich. Bei mir weiß man halt nie. Wir sind jetzt Fahrerstufe 33 und ja, nicht kurz vor 34. Aber sind halt vor 34, so. Und wenn man jetzt bedenkt, seit wie vielen Parts wir bei Fahrerstufe 33 hängen. Ich meine, ja gut, bei manchen Fahrstufen habe ich natürlich auch dazwischen gefarmt, zwischen den Folgen. Aber auch das kann man so, weil ich habe zwischen zwei Parts auch von 32 auf 33 gelevelt. Und 33 ziemlich voll gemacht. Das ging so. Und ja. Ich kann mal verstehen, was ich meine. Aber naja, ich würde sagen, ein Rennen fahren wir noch. Noch mal kurz gucken, wegen der Aufnahme. Ich habe die Kodierung halt wieder minimal runter auf 31.000 anstatt 32.500. Und ich finde, an sich ist die Kodierung, kann man die nie, muss man die nicht so extrem hoch machen. Da reichen 30.000 easy. Aber das ist halt ein Rennspiel, wo sich halt viel bewegt. Das ist halt mein Problem. Oh. X7, super. 350Z, X7, Skyline. Nur coole Autos eigentlich. Oh. Ist das ein S4 oder ist der S4 oder der? Was gab's denn noch? Ich weiß nicht. A4. Fällt gerade so ein, es gibt eigentlich einen regulären Rennwagen. Diese Underglide String Teile lasse ich mal weg. Gezielt. Keine richtigen Kombis, oder? Oder liege ich falsch? Ich meine, es gibt keine richtigen Kombis. Aua, Wand. Der Skyline da vorne fährt echt nicht schlecht. Also. Das muss ich ihm lassen. Aber er nimmt die Abkürzung nicht, von daher. Und er hat auch schon einiges an Abstand. Oder wir haben einiges an Abstand gewonnen. Und das war ziemlich close. Zu früh. Oh Gott, nee. Serious. Nee, jetzt setze ich alles ein, um noch nach vorne zu kommen. Sehe ich jetzt nicht ein. Ja, richtig gemein. Ah, schade. War aber knapp. Glaube ich, oder? Ja, plus 7,6. Ich meine, wir hatten schon was Knapperes. Wer sich dran erinnert, kann es ja in die Kommentare schreiben.
was das Knappeste war. Ein Tipp ist in den letzten Folgen passiert. Aber naja, ich will jetzt auf Next klicken und dann werde ich auch die Folge so langsam beenden. Fängen sie dann auch ziemlich cool aus. Naja. Next. 7,5. 25er Rennbremsen, ist auch nicht schlecht. Und es fehlt noch so viel bis allein 34. Noch 3. 36.000, das ist. Es dauert halt, leider. Kann man aber auch nichts machen. Ich glaube, man kann. Also, selbst wenn, würde ich es nicht tun. Das ist A, nicht Sinn des Projekts, und zweitens gebe ich kein Geld für Free-to-Play-Spiele aus. Oder generell für Spiele später. Außer bei Rocket League habe ich mir noch ein paar Autos dazu gekauft. Nicht viele, aber wenige. Wenn es jetzt laden würde, könnte ich es auch nachgucken. You can drive your car with either the VSD or the arrow keys. Oder mit dem Controller, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob man den einfach so, ich benutze, ich habe den Controller bei mir mal per Kabel angeschlossen, benutze ein DS4-Tool. Ja, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit einer Bewertung, einem Kommentar, einem Abo, irgendwas. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.